Bettplatte und das Bett nachher vernünftig aufbauen zu können. Die Bettplatte liegt nachher hier drauf und hier wird nochmal eine Latte drauf verschraubt. In der Mitte fehlt noch etwas, um das Bett nachher ausziehen zu können. Genau das bauen wir jetzt. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lose to my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, haunting. Cause you got me haunting, haunting. Bettenbau ist jetzt auch erledigt. Das ist soeben fertig geworden. Ich bin auch hier mega zufrieden mit dem Ergebnis. Die Bettplatte ist zwar etwas schwer, aber inwiefern das dann praktikabel sein wird oder nicht, wird sich dann auch noch zeigen. Ich zeige euch aber erstmal jetzt, wie ich das Ganze auf- und abbauen kann. Aufzubauen geht die ganze Sache ziemlich einfach. Ich will mir hier nochmal eine Möglichkeit schaffen, das ganze Bett auch noch zu verrasten. Ja, weil es aktuell natürlich beweglich ist, aber um das dann beim Bremsen alles zu sichern, muss ich dann natürlich irgendwie eine Möglichkeit haben, um das ganze Bettgestell und Co. auch noch ja, zu sichern, festzubekommen. Jetzt wäre halt der Fall, dass ich hier mir eben diesen Verschluss noch baue. Den würde ich jetzt öffnen und kann das Bett dann ganz einfach nach vorne ziehen und habe hier eine Liegefläche von 1,95 m x 1,20 m, also breit genug. Ja, diese Matratze, diese Klappmatratze hier habe ich von Amazon, die ist 9 cm dick und ich bin super zufrieden mit der. Preislich ist sie auch voll in Ordnung und bequem ist sie jetzt auch. Ich habe noch nicht drauf schlafen können, aber das wird bestimmt auch noch bald kommen. Ja, zum Zusammenbauen habe ich mir eine Möglichkeit gesucht, die möglichst praktikabel ist, die jetzt nicht so teuer ist oder Co. Ich hatte an Gasdruckdämpfer oder eventuell an Federn gedacht. Allerdings habe ich eine leichtere Möglichkeit gefunden. Ich habe mal so ein Chalaisie-Band gefunden. Das habe ich einfach an der Bettplatte montiert, festgeschraubt. Kann jetzt hier dran ziehen. Und schon ist das Bett wieder zusammengebaut. So sieht das Ganze auch von hinten aus. Ja, hier wieder dieses Band. Das kann ich aber hier verstecken, dann fällt es nicht mehr auf. Genau, rausziehen. Und das war's. I'm
heart is